Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier im LS22 Challenge Time Projekt. Mit dabei ist der Valhalla, Hallo. der Micha. Hallo, ich bin sowas von ausgeglichen, das glaubt ihr gar nicht. Und der Mathis. Hallo, Servus. Also ich glaube, es wird schon wieder kein Kinderstream, ne? Aber Micha ist gerade, hat seinen ganzen Rechner mitgenommen, seinen ganzen, ne? Und ist Richtung das Örtliche gegangen. Nee, ich bin gerade ist der. Hatte ich noch einen Unfall und der Traktor mit Anhänger ist umgekippt. Mein Gott. Wenn er leer ist, ist doch egal. Was? Wenn er leer war, ist doch egal. Ja, fällt ja auch so und so nichts raus. Aber es läuft. Es läuft, ne? Na, bei dir sowieso, ne? Bergab und rückwärts, aber es läuft. Ja. Warum mache ich jetzt meinen Traktor sauber? Der kann dreckig bleiben. Na, hier nicht zum Spaß. Nein, Manuel, hier müssen keine Unfälle nachgetragen werden. Ach, doch. Gibt's ihm aber so richtig. Können Sie morgen wieder machen. Multispiel. Oh. Habe ich denn da drauf? So, wo ist jetzt der uselige Ballensammelwagen? Ja, der steht beim Händler. Beim Händler? Ja, ist ja keiner vom LU da, der die Sachen da wegräumt. Wegräumen, wegräumen sollten wir sie. Nee, Na, wir sind da, wo nee. Immer. Nein, nein. Nicht, wenn er nicht Nee. da ist. So, nee, dann bin ich noch nicht dazu gekommen. Aber der steht beim Händler, Micha. Da, wo deine Ballen auch spawnen. Ich habe an dich gedacht. Ich wusste, dass der noch genutzt wird heute. Ich? Naja. Ich sag dazu mal jetzt nix. Ah, ja. So, jetzt können wir. Ja, zu früh. Es ist echt. Oh Mann. Ey, als würde ich heute das erste Mal LS spielen. Das kann doch nicht wahr sein. Dabei habe ich mich. Was Dabei habe ich machst mich. du denn hier? Was? Mein Drescher. Ja, das merke ich auch gerade. Ja, Manuel. So. Oh. Und es hat Buben gemacht. Und ich kann auch Kanalbands vergeben, Manuel. Nur mal so nebenbei bemerkt, ne? Noch nicht lange da und schon die erste Drohung. Ja, jetzt kann ich ja auch besser manuell drohen, ne? Vorher hat er ja den Abo, hat er ja sein Abo selber bezahlt und gerade hat er ja heute mal ein Abo geschenkt bekommen. Und von daher kann ich ihn ein bisschen besser drohen. Manuel, also wenn du bei Micha nicht mehr willkommen bist, kannst du gerne zu mir kommen. Genau. Ich nehme dich dann auch gerne in den Arm und bitte dich von mir.
glaube, er fühlt sich ganz wohl bei mir. Außer er steht auf Pflege. Nein. Oder so leicht, leicht klappt drauf, ne? Weißt du auch, Hunde, die bellen, beißen nicht. Ah, das ist ja das Schlimme, er schlägt zurück. Ja. Richtig so. Hallo? Aber mal an die Zuschauer, die jetzt auf YouTube hier zuschauen, ne? Ich wünsche euch einen schönen heiligen Abend. Ach ja, wir haben ja Heiligabend. Ja, frohe Weihnachten. Nee, das ist erst morgen. Und einen guten Rutsch. Nee, ich bin zu weit. Stimmt. Warte mal, in 3 Folgen ist ja dann... Ist schon wieder Silvester. Ach, okay. Klappt das auch? Jetzt bin ich ja mal gespannt. So. Ich bin die Rampe mit dem Ballenwagen hochgefahren und entlade gerade. Das müsste funktionieren. So. Mist. Ach, die fallen hinten runter wieder. Weil voll ist. Aber es funktioniert. Jetzt hole ich mir noch die beiden. Halt, muss da lang. Man hätte die Rampe auch ein bisschen breiter machen können. Das habe ich dir gesagt. Aber das musste ein Schnellbauprojekt werden und ich wusste ja auch nicht, ob es funktioniert. Aber es funktioniert. Ich komme da hoch. Ich brauche keine Rampenbausatz. Vielleicht hast du ja nochmal Zeit, um es zu verschönern. Ja. Wenn es das nächste Mal schneit oder so. Na, der eine, Mats und Valhalla, weißt du, der eine mit 50 km unterwegs und der andere mit 20. Das hat man auf der Minimap schön gesehen. So, das hat funktioniert. Ich bin die Ballen losgeworden. Nein, Auto. Boah. Also wir sollten eine Abstimmung im Discord machen, ob wir Verkehr anlassen oder nicht. Also von mir aus kann man das uselige Zeug ausmachen. Valhalla? Was denn? Verkehr an oder aus? Ach, was für voll. Ah, heute ist alles scheißegal, ne? Genau. Matze? Dann machen wir's aus. Ja, okay, danke. Danke. Ja, manchmal ist das auch mit dem Uber echt scheiße, ne? Oder mit dem Flug. Also aufstauendes Fahren. Nee, also wenn du mit dem Flug nämlich dann hinten diese komischen Brücken fährst. Geht nicht. Ne, zwischen den Inseln da, wo du mähen kannst. Ja. Das ist gerade immer so ein bisschen knirsch. Also du musst schon so gucken, dass du den mit der äußersten Kante triffst. Weil diese Ränder doch an der Seite so hoch sind. Ja. Kannst du vergessen, ne? Ja, es geht. Aber schwierig. Schwierig. Sehr schwierig, ja.
So. Wenn die nicht fahren, dann fahre ich eben drüber weg. Dann ist mir das auch egal. Wenn die nicht wollen, dann der Pech. Genau. Rambo. Weißt du, was viel, viel schlimmer ist? Was denn? Valhalla ist so ruhig, ne? So ganz ruhig. Man hört kaum was von dem. Der sitzt mit den Punkten mir im Nacken. Das gefällt dir gar nicht, ne? Nee, so gar nicht. Der ist so uneinschätzbar. Das ist nicht schön. Ach, warum ist das nicht schön? Nee, weil ich das nicht abschätzen kann, was du da ja bei dir läuft. Ah, gut, ich weiß, das ist Sinn und Zweck der ganzen Sache, ne? Genau. Du denkst, warum ich nie irgendwas meinen Videos verrate, den Chat oder sonst was? Oh mein Gott, kann der Chat doch richtig wissen. Meine können die auch gerne wissen. Ja, alleine, weil ihr die im Nachhinein guckt, könnt die Videos. Wüsstet ihr meine Taktik? Also, ich bin ehrlich. Geht zwar bei jedem drauf. Aber geguckt hast du jetzt. Geguckt habe ich die ersten 5 Folgen bei Mats. Und zwischendurch mal bei Micha eine. Wo wusste, dass da irgendwas war, vorgefallen ist oder so. Aber sonst. Nö. Ich nicht. Ich kenne sie ja, reicht mir, wenn ich mir meine Folgen zwischendurch nochmal anschauen muss, wegen dem Machen und Tun. Aber sonst, nö. Wie gesagt, nur einmal drauf. Einmal mein Bäumchen da lassen. Mhm. Dann bin ich auch schon wieder weg. Ja, so guten Abend, Grammar. Einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Bäumchen nur da lassen und dann wieder verschwinden. Genau. Mache ich bei allen. Für den Kuhstall brauche ich, für diesen Lattenrost-Kuhstall macht der, muss ich noch Mist machen, ne? Muss ich noch eine Mistplatte setzen, oder? Ja. Nee. Ja, eine Mistplatte brauchst du doch noch. Nö. Hat der drinne? Der hat innen drinne stehen. Du fährst quasi rein und tust dort einen Mist. Ah, okay, weil nämlich unten dran drinne steht, also wenn du dran gehst, steht nämlich Mist mit 30.000 Litern. Das war nämlich jetzt. Oh, jetzt fängt es an zu schneien. Das kann doch nicht wahr sein. Aber das ist ja sagenhaft. Das ist richtig. Schneemaske bleibt nee, na. Nee. Ah, da bleibt. Wirklich perfekt. Warte mal, ich gucke mal kurz was. Komma, die Alerts funktionieren nicht richtig. Das hängt aber vom. Ist aber ein Problem mit Twitch. So, muss den so machen. Es gibt heute Probleme mit Twitch und Verbindung mit dem Lumia oder beziehungsweise mit allen Bots. Twitch baut da irgendwas wieder rum und also der Matze hat das Problem auch mit seinem Bot. Das funktioniert kaum. Na, Bot nicht, mit den Alerts halt. Ja, mit dem Alerts, ne? Also das funktioniert bei mir auch nicht wirklich. Daher muss das so. Guck mal, bei 51 Bits hast du ja jetzt den blinkenden Weihnachtsbaum. Das ist heute echt doof. Jetzt schneit das auch noch. Jungs. Kann das sein, dass das jemand eingestellt hat gerade? Und so viel Schnee auch noch. Kilometer hoch Schnee. Das ist im Februar. Boah. Ich hoffe, das hat jetzt nicht mit den Ernten. Doch. Ernten kannst du ja sowieso gerade nicht, weil es schneit. Aber... Nee, die sind doch alle da.
Ja. Aber dann können wir uns eintreffen. Soll ich dann auch wieder aussteigen? Es wäre wunderprächtig. Damit die anderen zwei ja noch kommen können. Könntet ihr dann schauen, dass ihr eure Helfer und so alle einmal... Ich hab ja meinen gerade gestoppt. Hat ja kein Laufen. Und jetzt geht er zur Seite. Ich hab extra auf deine Schultern gestanden, dass meine Füße nicht nass werden. So. Bleibst du? Seid ihr beide jetzt da? Du gerade das Feld nochmal, wo wir waren. Ganz unten links. Da. Da sind die auch rein. So. Warte. Bin gleich da. Wo turnst du denn noch rum? Bin gleich da. Ach, da, bei dir. Ruft du noch? Genau. Ach so. Musstest du dich noch umziehen, ja? Ja, ich musste mich noch umziehen. Aber guck mal, Valhalla ist der Knallharte hier. Ja, ne? Kurzärmlich. Ich kenne keine Kälte. So, komm doch mal ein bisschen enger zusammen hier. Dann nee, ist mir zu warm. Also wie die Pinguine, stellen wir uns jetzt alle zusammen und wärmen uns gegenseitig. Ja, jetzt bleib doch mal stehen, verdammt! Meine Fresse. Haut der Nächste ab. So, näher geht nicht. Ja, alles gut. Also ich sehe euch alle drei. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Ich sehe euch auch. So sehe ich euch alle drei. Warte, jetzt sehe ich euch. So. Sehe ich alle drei. Ich auch. Da, jetzt haben wir es doch. Perfekte Entfernung. Jetzt also, kommt liebe Nummer 4. Zuschauer, da ja heute Heiligabend ist, haben wir uns gedacht, dass die Zeit, die wir hier miteinander verbringen, eine wichtige Zeit ist, eine schöne Zeit ist. Wir haben viel Spaß. Ich hoffe, wir erheitern euch natürlich auch. Sorgen bestimmt mal für den einen oder anderen Lacher, der wahrscheinlich auch echt sinnfrei ist, aber es ist ja alles, gehört ja alles dazu. Nichtsdestotrotz wollen wir den Stream halt oder die Folge mit ein bisschen Besinnlichkeit ausklingen lassen. Und von daher haben wir einen kleinen Weihnachtsmarkt gebaut. Wir haben dort jetzt ein Glühwein. Und eine Bratwurst holen. Ich lade euch ein. Ich nehme nur die Bratwurst, danke. Du kannst auch was Alkoholfreies haben, wenn du möchtest. Was ist denn jetzt? Wo sind sie denn jetzt hingelaufen? Ach, ist das hübsch. Hast du schon eingemacht? Vor allen Dingen mal ein bisschen Platz. Ja, ne? Also hier auf dem... Also du wolltest Bratwurst haben, ne? Mhm. Warte, nächste. So, ich lasse noch den Weihnachtsmann nochmal. So. Da ist er. Nimm sie dir. Ich hab dir zwei draufgelegt. Hier gibt's den Kinderpunsch. Seh die nicht. Die sind in den Gebäuden drin. Na hier, da liegt sie doch hier vorne. Hier, guck mal. Ja. Da ist eine. Aber die kann man ja nicht nehmen. Nee, leider nicht. Ah, okay. Aber weißt du, was witzig? Weißt du, was witzig an den Ständen ist? Komm mal her hier, an den Spielständen. Du siehst doch hier diese komischen schwarzen Dinger, ne? Wenn du die Musik abspielen lässt, dann fängt eins davon an zu schweben. Ja. Das kenne ich. Man muss halt sich nur davor stellen, ne? Nee, du musst die linke Maustaste drücken. Glühwein kannst du genauso beim Glühwein machen. Hier auch, ne? Ja. Kannst, und den Grill kannst du anschalten. Wie schön gemacht. Ja. Aber
Ah, Entschuldigung. Alles gut. Ganz so lang in dem tiefen Schnee. Bratwurst weiß 2,80. Bratwurst rot 2,80. Boah, zwei Wiener 3,20. Aber ich habe für euch noch was. Was? Für mich? Ja, für euch. Also, jeder darf sich hier unter dem Tannenbaum ein Geschenk aussuchen. Hui. Kann man das nehmen? Nee, kann man nicht. Aber ihr müsstet mir mal sagen, was ihr nehmt. Okay, Matze nimmt das. Ich nehme dieses komische, uselige Pferd. Und Valhalla? Ich nehme den Drescher. Nimmst du den Drescher? Was nehme ich denn? Ich nehme den Anhänger. So. Weil ja, wie gesagt, Weihnachtszeit auch eine Zeit der Besinnlichkeit ist, der Füreinander und allem das, was Michael nicht so hören kann, hat das LU sich bereit erklärt, eine Kleinigkeit zu schenken. Hui. So, Micha. Ja? In dem Hotte Hü sind deine ersten 5 Kühe drin. Ich brauche keine Kühe mehr. Wie? Du hast schon Stall voll? Ach nee, doch nicht. Ich hab 25 Stück drin. Ja, geil, danke. Micha, da sind 5 Kühe für dich drin. Valhalla. Mhm. Bei deinem Drescher sind einmal 5000 Liter Kartoffeln für dich drin. Na gut, danke. Ne? Matze? Mhm. Ein Fahrzeug ist zur Wartung, für die Wartung wird vom LU übernommen. Also das richtig schön schrottreif fahren. Ja, ja. Ne? Und ist der Motorstörung hat. Und bei mir sind 5000 Liter Weizen. Sehr schön. Ist doch nett vom Ende, oder? Damit kann man was anfangen. Ja. Ja, finde ich auch, ne? Bitte sogar ein Fahrzeug, was gewartet ist. Wie machen wir das jetzt mit den Kühen? Packt der LU die rein in meinen Kuhstall, oder? Nee, du kriegst den Preis erstattet. Mhm. Mit Lieferkosten. Okay. Machen wir dann nächste Folge. Ja. Ist ja so und so fast vorbei, ne? Die Folge. Ja, ja. Dann jetzt so 2 Minuten. No. Ja, ja, ja. Nee, das machen wir dann nächste Folge in Ruhe, weil. Genau. Muss ja dann auch sehen, ob ich dann das Geld habe oder nicht. Weil zur Zeit naja, ich würde mal sagen, wir machen das dann off-screen. Ne? Oder so off-stream, ja. Ist ja auch okay. Ja, schönen Dank, LU. Und Ja, also ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen heiligen Abend, eine besinnliche Zeit mit der Familie. Genießt dann die erste und zweiten Weihnachtsfeiertag auch mit euren Lieben. Habt stressfreie Tage. Lasst es zwischen den Feiertagen ruhig angehen. Ich sage auf Wiedersehen, frohe Weihnachten und ciao. Ciao, schöne Weihnachten.